Ja, hallo und herzlich willkommen in meinem Tutorial, wo ich euch jetzt zeige, wie ihr die Mod Too Many Items für Minecraft 1.3.1 installieren könnt. Ihr geht auf den Link, der in der Beschreibung stehen wird, und dann scrollt ihr runter bis zu Download for Minecraft 1.3.1. So, das kann jetzt sein, dass es, falls jetzt eine neuere Version draußen ist, und das Video jetzt auch, wenn ihr zum Beispiel 1.3.2 rauskommt und das Video auch 1.3.2 heißt, ist der Link upgedatet, dann geht das genauso für die neue Version. Jetzt müsst ihr hier warten 5 Sekunden und auf Werbung überspringen klicken und ladet euch das hier runter. Und dann drückt ihr die Windows-Taste plus R. Hier gibt ihr ein Prozent, App Data Prozent. Dann geht ihr auf Punkt Minecraft, Bin. Rechtsklick auf die Minecraft Jar, öffne mit WinRAR-Archiver. Der Link zu WinRAR ist auch in der Videobeschreibung. So, dann habt ihr die Minecraft Jar offen mit WinRAR und jetzt macht ihr folgendes. Meta-Inf-Ordner löschen. Linksklick drauf, dann auf Entfernen und Ja. Und dann müsst ihr warten. So, jetzt öffnet ihr auch mit WinRAR das heruntergeladene Too Many Items.zip. Und jetzt. Genau, sorry für die Lags. Jetzt müsst ihr hier alle Dateien markieren und in die Minecraft Jar reinziehen. Und schon ist Too Many Items installiert. Jo. Danke fürs Zuschauen und falls es Probleme gibt, schreibt bitte Kommentare. Ich werde euch dann so schnell wie möglich helfen. Wenn es Black Screen gibt und Minecraft crasht, das könnte dann damit zusammenhängen, wenn ihr noch andere Mods installiert habt. Ich habe momentan überhaupt keinen Mod installiert, weil 1.3.1 gerade neu draußen ist. Ich habe jetzt nur Too Many Items und das funktioniert wunderbar. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Alle Links in der Beschreibung und falls es Probleme gibt, schreibt Kommentare. Ich werde euch dann so schnell wie möglich helfen. Und ja, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.